So, meine Freunde, da bin ich wieder. Ich habe gedacht, ich spiele noch eine Runde Schach heute. Wie gesagt, ist wie Zähneputzen, gehört einfach zum täglichen Ablauf dabei mittlerweile bei mir, weil mich das wirklich so hypt, Schachspielen. Und ich da wirklich schön auch den Kopf frei kriege und ein bisschen runterkomme. Und ja, weiß nicht, ob ihr das die letzte Partie gesehen habt. Moment, ich gehe mal drauf. Einen Moment. Ich muss ja mal erstmal gucken. Wie gesagt, ich hatte gestern noch mit meinem Sohn gespielt. Genau. Noch zweimal. Da habe ich aber kein Video von gemacht. Einmal hat er gewonnen, weil ich halt nicht aufgepasst habe. Mit meinen Türmen war das, glaube ich. Weiß nicht, jetzt nicht. Und dann beim zweiten Mal hat er nicht aufgepasst. Er hat mich sogar matt setzen können. Und wir können das Spiel aber mal ganz kurz, kann ich euch zeigen. Und er hat dann mir ein Remis angeboten. Und normal, ich bin der Papa, habe es dann halt auch angenommen. Aber ich zeige euch das einmal noch, das Spiel von gestern. Ich fand es echt schön. Und ja, guckt es euch einfach mal an. Zack, zack. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo ein bisschen langsamer stellen kann, so, aber ich denke mal, dass man das trotzdem gut verfolgen kann, wenn man sich ein bisschen mit Schach auskennt. Das ist doch eigentlich gut nachvollziehen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, irgendwo hier konnte er mich auf jeden Fall matt setzen. Wenn er mit seinem, was war das denn? Irgendwas hat er. Was, genau, er kommt mit seinem König runter und dann ist er mit seinem König nicht weiter runtergegangen und da hätte er mich, glaube ich, matt setzen können. So, und dann hat er mir gleich irgendwann, hat er mir ein Remis angeboten. Obwohl ich halt mir ziemlich sicher, genau. Da hat er halt mir ein Remis angeboten. Ich habe halt, wie gesagt, er hat noch die Bauern. Ich habe halt hier einen Turm noch. Der Turm steht sehr gut. Mein Pferd, mein Läufer ist gut aufgestellt und naja, wie gesagt, ich habe mich dann auf ein Remis eingelassen, warum auch nicht, ist ja auch kein Problem. Wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht so ein Punktefanatiker, mir geht es auch wirklich um den Spaß und den habe ich definitiv bei dem Spiel und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal und machen einfach mal eine Partie gegen Computer, auch ne. Hauen wir einfach mal einen raus, mal gucken, was ich bekomme. Ist immer wieder spannend. Oh, 1600, der bricht doch bestimmt ab. Das ist ja Mexiko, der bricht bestimmt ab. Kann ich euch so schon sagen, weil der weiß genau, wenn er nämlich verliert, dann kriegt er richtig Punkteabzug. Deswegen, und ich glaube, da hat er keinen Bock drauf. Also ich sage euch, der bricht ab, der spielt gar nicht. Macht er nicht. Ja. Habe ich euch doch gesagt. Das ist denen dann einfach zu heiß. Das ist denen dann einfach zu heiß und da muss man auch nicht kommentieren. Wäre mir vielleicht auch zu heiß. Aber egal. Was haben wir denn jetzt? Ja. Ob der spielt? Bomber Knocker. Oh, er will spielen. Er will spielen. Okay. Okay. Er hat jetzt eine Eröffnung gemacht. Ne, das gefällt mir gerade gar nicht so. Nicht wirklich, aber egal. Machen wir mal. Muss halt wirklich gucken, was, dass man sich auch dieses Spiel von dem anderen nicht aufzwängen lässt. Also man muss schon wirklich versuchen, den Gegner sein eigenes Spiel aufzuzwängen, ihn zu verwirren, wirklich mit Zügen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, so wie jetzt zum Beispiel. Er überlegt schon jetzt was, was macht er da eigentlich für einen Scheiß? Ja, und wirklich versucht dann halt sein eigenes Spiel hinzubekommen, weil es gibt halt so viele Spieler, die toll spielen, gar keine Frage, aber ich finde halt doch, dass die halt teilweise ganz ehrlich halt ihre Eröffnungen und ihre Züge, all sowas auswendig gelernt haben. Und wenn dann wirklich einer kommt, der total drauf losspielt und gar nicht da so wirklich drüber nachdenkt, sondern einfach wirklich so wie ich, weil ich
lerne das auch nicht auswendig oder sonst irgendwie was, dann kommen viele nicht darauf klar. Das habe ich schon öfters gemerkt, dass sie dann da stehen und erstmal, was macht der denn da jetzt für einen Scheiß? Warum spielt er denn nicht normale, die Standardzüge, die man halt als Erwiderung macht? Wenn ihr wisst, was ich meine. Also, ne, man hat halt diese Standard, diese guten Eröffnungen. So, und dann sind sie halt am Überlegen, oder was, was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Und kommen damit überhaupt nicht klar. So, jetzt könnte ich den noch theoretisch schon mal, den könnte ich mir doch schon mal nehmen, weil ich weiß gerade selber nicht, was ich mache. Und mach einfach mal. Mal gucken. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Einfach mal schauen. Ne? Was passiert? Minus 1, also mir tut das nicht weh, wenn ich jetzt verliere. Ist also für mich ein entspanntes Spiel. Und das sind eigentlich die geilsten Spiele, wenn man da wirklich ganz locker rangeht an die Sache. Vor allen Dingen ganz wichtig ist, wenn ihr wirklich Bock auf Schach habt oder was, wie gesagt, und ihr habt noch andere Sachen im Kopf oder so, dann die Spiele gehen meistens sowieso in die Hose. Also man sollte halt schon versuchen, dabei zu sein. Und dann klappt das auch eigentlich wunderbar. So, mein Freund. Was wolltest du denn? Wolltest du mir mein Pferdchen wegnehmen? Das ist mir ehrlich gesagt gerade ein bisschen zu doof. Ich glaube, ich setze das Pferdchen mal raus. Ich wollte zwar jetzt was anderes machen, aber mal gucken. Schauen wir mal. Oh, mein Hals, ey. Ihr sagt, ey, der Kurze und die Frau waren krank jetzt. Wie gesagt, ich hatte es auch ein bisschen gehabt. War eigentlich schon wieder so, dass es besser wurde und jetzt sieht es schon wieder schlimmer. Ah, oh, Mann. Echt, ist auch die Jahreszeit. Muss nicht immer alles Corona sein. Ja, ist halt doof. Ist halt doof. So, dann schauen wir mal. Steht der denn noch in Ordnung, meine Dame? Manchmal übersieht man das dann halt auch schnell. So. Aha. Genau. Ach. Nee, alles gut, alles gut. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich hätte meine Dame jetzt weggeschmissen, aber Gott sei Dank ist der Läufer noch hier. Ah. Das wäre es jetzt fast gewesen, so, dass meine Dame halt ungeschützt ist, so. Aber Schwein gehabt. Wie gesagt, mit meinem Sohn ist das ja kein Thema. Wir schmeißen ja die Dame ruckzuck weg. Da kennen wir ja nichts. Da haben wir ja kein Problem mit. So, was hat er denn jetzt davor gesetzt? Okay. Kann man machen. Kann man machen. Aber da mache ich jetzt was ganz anderes. Da hast du den hingesetzt. Moment. Dann machen wir das mal so. Weil ich will diese Linie halt hier. Ich will hier reinhauen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ob er es merkt oder nicht. Dafür muss ich den Läufer halt rausholen. Mal gucken, wo er jetzt mit seinem Läufer hin will. Aber wenn er jetzt den Läufer nämlich wegsetzt, ja, dann jetzt hat er ein Problem. Dann ist seine Dame fällig. Bombernocker. Bombernocker. Scheint ein älterer Herz. Ja, jetzt genau. Jetzt hat er halt aufgemacht. Und jetzt mache ich das im Tausch. So. Definitiv mache ich das jetzt im Tausch. So, dann bin ich das Problem schon mal los. So, dann schütze ich erstmal mein Pferd. Ja, das ist aber nicht schlimm. Das ist mir eigentlich gerade. Na, nee, egal, es ist mir nicht. Nein, ich schmeiß meinen Turm nicht weg.
Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall mache ich das. Auf gar keinen Fall. So, was machst du jetzt? Mal gucken. Schon, ja, das Bild, man sieht das nicht so gut. Aber auch schon älterer Herr zu sein. Ja, was heißt älterer Herr? Ja, Freunde, ich gehe auch schon auf die 50 zu, nur weil ich ein Käppi auf habe. Das heißt nichts. Ja, wie gesagt, ich gehe auch stumpf auf die 50 zu. Deswegen, ich könnte eigentlich auch mittlerweile mein erstes Buch schreiben über meine ersten knapp 50 Jahre meines Lebens. Sollte ich vielleicht mal machen. Deswegen wäre schon auf jeden Fall eine interessante Geschichte zum Lesen. Aber das an einer anderen Stelle vielleicht mal irgendwann mal gucken, ob ich da mal was Eigenes mache auf meinem YouTube-Kanal oder so. Mal gucken, ist jetzt nicht die richtige Zeit, um über solche Sachen zu reden. So, jetzt hat er den zurückgenommen. Normal. No. Genau. Ja, jetzt hast du nämlich ein Problem, ne, mein Freund. Das hast du nämlich jetzt gar nicht gemerkt. Weil er jetzt nämlich den Läufer zurückgenommen hat, kann er halt jetzt, doch, er kann noch den Dings runtersetzen. Das wird er wahrscheinlich jetzt auch tun. Ich denke mal, er wird jetzt den Bauern runtersetzen, weil er weiß, was ich vorhabe. Aber egal, ich kann ja trotzdem mal schauen, ob ich ihn noch ein bisschen anders ärgern kann. Vielleicht sollte ich erstmal eine Rochade machen. Na, er wird auf jeden Fall, ich denke mal, er wird den Bauern runtersetzen. Dann mache ich eine Rochade und dann bringe ich meine Türme in Position. Ja, ich versuche auch ein bisschen mehr zu quatschen und versuche auch ein bisschen mehr das zu trainieren, weniger und zu machen. Ja, wenn man sich das dann selber anguckt, die Videos, dann ist das schon lustig, ne? Und dann sitzt da so und zählt dann mit so und 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 ja, ist dann halt nicht so schön. Was macht er denn jetzt? Was hat er denn jetzt gemacht? Jetzt hat er, Moment. So, da kann er reinhauen und da. Was hat er vor? Moment. Und jetzt? Warum hat er denn den Bauer nicht runtergesetzt? Ich glaube, ich kann euch genau sagen, was das Problem ist. Problem ist, der ist jetzt total verwirrt. Wie gesagt, der kommt da gar nicht mit klar, was ich für einen Scheiß spiele. Aber der Scheiß funktioniert halt auch zwischendurch, ne? Das ist halt das Lustige. Das ist halt das Lustige daran. Und boah, wehe, du blöde Software, wenn du jetzt abkackst, ne? Ehrlich, ich drehe am Rad. Ohne Scheiß. Ich guck mal ganz vorsichtig, ob es noch läuft. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Aufnahme läuft noch. Aufnahme läuft noch. Okay. Los, nichts anfassen. Echt ganz gefährlich. OBS-Software. Ich weiß nicht wieso, aber. So. Dann würde ich mal sagen, dann gucken wir mal, ob wir ihn noch mal ein bisschen anders ärgern können. Ne, ich bleibe erstmal da hinten in der Ecke. Weil ich finde, da stehe ich eigentlich ganz gut. So, dann mache ich das, was ich gerade machen wollte. Ganz genau. So, dann hole ich. Dann hole ich mal mein anderes Pferd raus. Erstmal. Na, ja, nee, warte, dann kriege ich den. Ah, dann kriege ich den Läufer nicht weg. Einen Moment. Wenn ich den Läufer jetzt hochnehme, ist er ungeschützt, ne? Lasst mich mal eben einmal überlegen. Und wie gesagt, schreibt mir gerne,
Ja, was ihr gemacht hättet, was ihr meint, wo hätte man einen anderen Zug machen können oder was, interessiert mich natürlich brennend, weil ich möchte natürlich, klar, meinen Schachhorizont ein bisschen erweitern und irgendwann gegen Magnus Carlsen spielen. Ist mein Ziel. Ja, träum weiter. Ne, aber das ist schon, ich weiß nicht, oder was, ob ihr das mal gesehen habt. Ihr müsst mal auf YouTube, müsst ihr mal schauen, Magnus Carlsen, müsst ihr mal eingeben, versus Kasparov. Und wo der Junge halt das erste Mal mit 10, 11 Jahren oder was, oder ja, doch, gegen Kasparov gespielt hat. Total geil, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und seitdem bin ich halt auch gehypt und spiele halt auch wieder, also viel Schach. Und das ist wirklich, das müsst ihr euch anschauen. Das ist richtig, richtig krass. Erstmal der Altmeister hat den armen Jungen da erstmal warten lassen. So, kam dann halt anstolziert und naja, und ich will ja nicht zu viel spoilern, deswegen gebt einfach ein Magnus Carlsen versus Kasparov und guckt euch das an. Total geil, wie gesagt, und richtig, richtig geil. Ja, er ist sowieso für mich, er ist richtig, richtig geil, Magnus Carlsen. Ich gucke den mir sehr gerne an. Er ist einfach momentan, er ist einfach der geilste Spieler. Da gibt es nichts. Gibt noch ein paar andere Größen da, die mir auch sehr gut gefallen. Aber er ist schon wirklich ein absolutes Ausnahmetalent. Ich überlege gerade, was ich hier mache. Ich will meine Türme rausholen. Vielleicht sollte ich das auch machen, ey. Vielleicht sollte ich gar nicht so lange warten mit dem Scheiß. Ich glaube, so lange sollte ich gar nicht damit warten, bevor er irgendeinen anderen Mist macht. Ja. Sollte ich gar nicht machen. Ja, alles klar. Ja, er hat das Pferd aber auch hier sehr gut stehen. Und deswegen werde ich jetzt mal was anderes machen, weil das Pferd, das geht mir da ganz schön auf den Keks. Wollen wir mal schauen, ob wir da ihn mal ein bisschen ärgern. Mal gucken. Mal schauen. Ihr seht, ich bin momentan gut dabei. Ich meine, gut, wenn ich jetzt trotzdem verliere und er das Spiel dreht, dann Chapeau, wie gesagt. Dann ziehe ich mal Käppi. Aber bis jetzt bin ich noch ganz gut dabei und ich hoffe, dass die Software nicht abschmiert, weil ich sehe das jetzt auch gerade gar nicht, was die Software macht. Will ich auch gar nicht sehen. Ich hoffe nur, dass sie läuft und durchhält. Das Laptop ist auch gerade ziemlich ruhig, sonst pfeift immer der Lüfter so. Und ich hoffe mal, dass einfach, dass es läuft und ich in Ruhe hier zu Ende spielen kann. Und ja. Bis jetzt gefällt mir die Partie sehr, sehr gut. Definitiv. So. Ja, er will mir jetzt, ja, er will woanders mit mir hin. Das ist das Ding jetzt gerade. Und ich habe da jetzt ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. Wie gesagt, ich arbeite halt gern mit den Türmen. Ich gehe das Risiko jetzt auch ein. Er wird mir halt mein Pferd wegnehmen, aber ich nehme ihn dann halt seins weg. Egal. Mach du, Mann. Ja, dass ich das Pferd da wegbekomme, das nervt mich nämlich. Ganz gewaltig. Dafür opfere ich jetzt halt auch das Pferd. Da muss man halt auch halt abwägen, ne? Was möchte man halt opfern? Und um trotzdem an sein Ziel zu kommen. Aber ich habe jetzt gerade halt das Gefühl, dass das der richtige Weg ist. Deswegen ziehe ich das jetzt auch so durch. Na ja, klar, machst du das. Selbstverständlich machst du das. So, was kann ich denn jetzt mal machen? Na, das Pferd da steht natürlich auch ziemlich bescheuert. Moment, dann machen wir mal den hier weg. So. Was haltet ihr eigentlich, Pawlowski
Passt zwar jetzt nicht, aber ich habe halt durch meine Frau, habe ich halt diese Shorts entdeckt, diese Kurzvideos, die man erstellen kann, und habe da jetzt mal schon mal ein paar in meinen Kanal eingebaut und ja, schreibt dann einfach mal halt in den Shorts selber halt, wie ihr das findet. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Hab auch schon ein paar nette Sachen gefunden. Klar, natürlich halt auch, das mit den Spinnen ist natürlich nicht jedermanns Sache. Das ist mir schon klar. Und dass das nicht, auch nicht jeder gerne guckt. Aber es ist halt auch ein Hobby von mir. Man hört auch im Hintergrund die Grillen zirpen. Ich habe da Spaß dran. Ich finde, dass die Tiere halt auch irgendwas haben, was Besonderes. Und mir gefällt das Hobby definitiv. Und ja, ansonsten würde mich interessieren, was ihr von diesen Kurzvideos haltet selber. Ich finde die schön. Ich gucke mir die mittlerweile auch ganz gerne an. Und das hat YouTube halt jetzt auch erst eingebaut. Wahrscheinlich auch klar wegen TikTok. Und ich finde es gut. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Es geht halt schnell. Mal eben eine Minute oder eine halbe Minute mal eben ein Video erstellen oder was. Das ist eigentlich ziemlich schnell gemacht und dann kann man das direkt hochladen. Macht schon Fun. Okay, was macht er nun? Okay, was macht er nun? Jetzt geht er nach da. Ja, das Ding ist, ich hab ja, ich will da ja, ich will aus dieser Ecke raus hier, ne? Deswegen, was kann er denn da machen jetzt gerade mit seinem Läufer? Ja, das Spiel ist noch nicht vorbei. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Okay. Ah, seht ihr es? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ah, einen Moment. Jetzt, ich hoffe, es hat nicht zu sehr gewackelt bei euch. Ich habe es jetzt echt so nicht gesehen. Dieses Doppeldingen. Gefährlich, na klar. Ganz gefährlich. Und jetzt kann er mir natürlich. Ah, jetzt kann er mir meinen Turm nehmen, ne? Jetzt kann er mir meinen Turm nehmen, Freunde. Jetzt kann er mir meinen Turm nehmen. Ja, okay. Warte. Dann mach das. Dann nimm mir meinen Turm. Jetzt ist wieder ausgeglichen, obwohl er eigentlich ein bisschen besser dasteht wie ich. Er kämpft, er kämpft. Er kämpft, ich aber auch. Auf jeden Fall. Cooles Spiel. Cooles Spiel. Cooles Spiel. Ja, ist immer scheiße, wenn schon mal einen weg ist. Ja, ich muss meinen Turm da rauskriegen aus der Ecke und zwar schnell. Und zwar ganz schnell muss der da raus aus der Ecke. Boah, das Pferd, das ist auch scheiße da oben. Boah, das nervt mich, ey. Das nervt mich total ab, das Pferd. Okay. Machen wir mal ein bisschen Luft hier. Alles klar, ich weiß, was du vorhast. Ja, ich weiß, was du vorhast. Moment, warte mal, wenn ich jetzt dahin gehe. Ja.
Jetzt nimmt er mir meinen nächsten, ey. Moment, jetzt nimmt er mir meinen. Ach du Scheiße. Ja. Boah, ich war mir echt so sicher, dass ich den kriege, aber jetzt. Verdammte Axt, ey. Ich kann jetzt auch nicht mehr meinen. Boah, ich kann auch nicht mehr retten. Ich kann ihn nicht mehr retten, meinen Turm. Überhaupt nicht. Ich kann ihn nicht mehr retten. Ne. Keine Chance. Keine Chance. Naja, er wird jetzt eh wieder abhauen. Naja, er wird jetzt eh wieder abhauen. Ja, also er kämpft. Wie gesagt, er kämpft, er kämpft, er fightet. Er fightet um sein Leben. Muss man einfach mal so sagen. Geiles Spiel. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt trotzdem noch ein bisschen was reißen kann. Ich hoffe, dass er mir nicht meine ganzen Bauern wegnimmt. Ich will sein Pferd da hinten aus der Ecke haben. Ah, Mann, ey. Ah. Ah. Ja, da habe ich zweimal jetzt nicht aufgepasst. Also ich habe eigentlich echt super geil gespielt. Und ja. Ja, jetzt will er mich irgendwo hintreiben, ne? Das ist das halt. Jetzt will er mich irgendwo hintreiben. Er weiß, ich will auch irgendwo hin. Und jetzt will er mich irgendwo hintreiben. Okay. Ich gehe da trotzdem jetzt hin. So. Oh, ein bisschen rumtänzeln hier. Mit dem Pferd. Aber das da oben, das Pferd, ey, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich muss hier, ich muss mit meinem Läufer raus aus der Ecke. Ich muss raus mit dem Läufer, unbedingt. Ich muss ihn wieder ins Spiel bringen. Sonst komme ich nicht weiter. Unbedingt. Ja, genau, richtig. So. Shit, ey. Kann ja nichts mehr machen jetzt hier. Doch. Hier. Da kann ich noch hin. Da kann ich noch hin. Da kann ich noch hinsetzen. Ihr merkt, ich bin voll dabei. Ich ärgere mich auch, wie gesagt, dass ich das nicht hab kommen sehen. Aber ist egal. Learning by doing. Spielt keine Rolle. Wie gesagt, also er hat mehr zu verlieren. Und er würde sich richtig ärgern. 1113. Er würde sich richtig ärgern, so. So, jetzt muss ich halt das Pferd passend positionieren. Ich überlege gerade, wo setze ich das denn jetzt hin, den Gaul? Ich muss hier, er muss raus hier aus der Ecke. So. Damit er merkt, dass ich was mache. Jetzt kann ich es nämlich auch hier hinsetzen, den Läufer.
Ja. Noch besser. Nicht runter, nach oben gehen. Mein Freund. So. Mal gucken. Ich noch ein bisschen was reißen kann. Ah, ja, nee, ist klar. Ist schon klar. Moment. Ja, ich weiß, was du willst. Ja, alles klar. Aber ich könnte es auch erstmal hier hinsetzen, ne? Moment. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Kann er mir was hier? Kann er mir nicht. Ich schaue noch mal ganz vorsichtig, ob die Software läuft. Oh, ich quatsch mit mir selber. Läuft sie noch? Sie läuft noch. Wow, nichts machen. So, nichts machen. So, meinem Läufer passiert schon mal gar nichts. So. Und mein Pferd kann ich. Mein Pferd kann ich auch. Ja. Nee. Also hier ist doof. Einen Augenblick. Der denkt sich wahrscheinlich, oh boah, was macht der da? Echt? Ich will dich verlieren. Ah, ist das geil, ey. Ist das eine geile Partie, Freunde. So macht das Spaß. Hauptsache mein Akku hält auch noch. Der ist auch fast leer, ey. Ah. Ein tolles Spiel, ein tolles Spiel. Was hat er denn jetzt gemacht? Was hat er denn jetzt gemacht? Was hat er denn jetzt gemacht? Moment. Ein Moment, was hat er gemacht? Okay. Naja. Ey, was ein Kuddelmuddel jetzt, ne? Was ein Kuddelmuddel, aber mir passiert ja gerade nichts, ne? Er kann mir nichts, er kann mir nichts. Oh, ist noch ein bisschen verrückter. Also, okay. Ja. Genau, jetzt will er nämlich ein Dings durchbringen jetzt. Ja. Scheiße. Mist, 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 Mist. Mist, 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 Mist. Mist, ey. Ja. Ja, er will sich eine Dame holen. Er will sich eine Dame holen.
So, ich nehme seinen Bauern. Er nimmt mein Pferd. Und ich nehme sein Pferd. Und bin frei mit meinem Läufer. Das ist mein Plan. Weil sonst kann ich da nicht mehr viel machen in der Ecke. Nicht mehr wirklich viel. Okay, er hat jetzt den einen, hat er jetzt runtergesetzt. Aber das ändert ja jetzt nichts an meinem Plan. Wie gesagt, ich mach das jetzt trotzdem. So. Das ist genau das, was ich will. Jetzt mach, komm. Ah, er weiß das. Er weiß das. Scheißendreck. Er weiß das. Er weiß das. Er will das nicht. Oh Mann, ey. Er weiß das. Mist, ist das? Ich mach gerade ein Schachspiel. Alles gut, ich komme gleich. Ist gerade krass hier. Denk nach, da kann ich ja auch gar nicht hin. So, wenn ich ihn jetzt ihn nehme, dann nimmt er mich. So, das heißt, ich habe dann wieder den Nachteil. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich kann auch das machen. Moment. Nee, ich bin im Schach. Ich bin im Schach, ich kann das gar nicht machen. Ich kann das gerade gar nicht machen. Ich muss mich dann mal hier hinstellen. Das wird so gar nichts. Nicht wirklich. So, jetzt haben wir halt immer noch den Knoten da oben. Aber er will das nicht, ja, er will das nicht. Aber was machst du jetzt? Jetzt hat er es doch gemacht. Jetzt hat er es doch gemacht. Okay. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja, da komme ich ja eh nicht weiter, ne? Aber ich kann auf jeden Fall noch ein bisschen. Noch ein bisschen rüber gehen. Ich muss noch mal schauen, ob die Aufnahme noch läuft. Ja, sie läuft immer noch. Wahnsinn. Sie läuft immer noch, Freunde. Sie läuft immer noch. Sie läuft immer noch.
Komm schon, mein Akku wird leer so langsam. Wir essen zeitig. Lass knacken, na, Mr. Brexit. Was los? Kein Sprit im Tank oder was? Alles gut. Spaß muss sein. Ja. Ja. Auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ein richtig, richtig geiles Spiel. Ob ich jetzt auch verliere, scheißegal, aber ein richtig geiles Spiel. Da hat er auf jeden Fall nicht mit gerechnet, dass ich ihm so die Stirn biete. Richtig cooles Spiel. Das merkt man. Ne? Er ist auch ganz schön am Wuseln, ist er. Richtig klasse. Richtig klasse. Genau. So, Moment. Das Ding ist, ich kann das, Moment. Ja, dann nimmt er mir den weg, dann nimmt er mir den weg, dann nimmt er mir den weg. Ich weiß, was er vorhat. Ich weiß, was er vorhat. Ich weiß, was er vorhat. Ich könnte ihm ja aus Spaß ein Remis anbieten, aber aus Spaß. Ja. Aber vielleicht, wie gesagt, keine Ahnung. Noch kann ich ein bisschen was machen. Noch kann ich ein bisschen ärgern. Zwar nicht mehr viel, aber ein bisschen. Ich kann ja auch nicht mehr viel machen jetzt. So. Okay, was macht er denn jetzt? Was macht er denn jetzt? Okay. Ich überlege gerade. Ja, ich wollte einfach irgendwas machen. Ich wollte einfach jetzt irgendwas machen. So, ich muss den aber wieder zurückstellen. Ja. Weil es ist ein bisschen festgefahren, das Ding. Aber gut. That's life. That's life so. Ja, normalerweise wird er wahrscheinlich jetzt mit seinem Läufer runterkommen. Ja, habe
ich mir schon fast gedacht, dass er das macht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber warum soll ich das denn jetzt machen? Warum soll ich mich denn jetzt blockieren hier? Das ist doch blöde. Das ist doch total blöde jetzt gerade. Ja, er stellt sich auch auf die dunklen Felder, damit ich auch großartig nichts mehr machen kann. Genau, das ist das. Das ist jetzt halt das Ding, aber ich könnte auch ihn einfach mal stelle mal hier hin. Guck mal, wie gesagt, aber da läuft nicht mehr viel. Wie gesagt, da läuft nicht mehr viel. Was hat er jetzt da gemacht? Ja, ich könnte jetzt. Ja. Ja, da kann ich nicht mehr viel machen, jetzt ganz ehrlich. Wie gesagt, jetzt hat er da den nächsten. Ja, setze ich ihn noch hier hin. Aber da geht nicht mehr viel. Ich kann jetzt noch ein bisschen hin und her jarten, aber. Das Problem ist, ich kann hier auch. Ach, scheiße, ich kann hier auch nicht. Doch, warte mal, ich kann hier hin. Ja, aber ich will was anders machen. Ja, ich habe was anderes vor. Aber da komme ich ja gar nicht hin. Ich komme an den ja gar nicht dran. Ich komme an den ja gar nicht dran. So, die stehen alle auf dunkle Felder. Ich komme da ja gar nicht mehr dran. So, ich komme da ja gar nicht mehr dran. Obwohl, doch, warte mal eben. Doch, ich komme da dran. Hier. Doch, guck mal. Nein, nein, ich Idiot. Jetzt holt er sich die Dame. Ach, bin ich doof. Ja, habt ihr das gesehen? Aber egal. Jetzt holt er sich die Dame. Ja, habe ich mir gedacht. So. Jetzt holt er sich die Dame. Jetzt holt er sich das. Und, wow. Das war's. Aber ein mega, mega geiles Spiel. Wie gesagt, mega geiles Spiel. Super geil. Super geiles Spiel. Hat richtig Spaß gemacht. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, er hat jetzt auch wirklich alles gegeben. Und ich habe zum Schluss dann halt doch hier den einen oder anderen Fehler gemacht. Wo man halt doch gemerkt hat, dass er halt doch halt mehrere Kombinationen besser beherrscht. Aber ist kein Problem. Verpasster Sieg, Patzer, ja, sechs Patzer. Ne? Darf nicht sein. Aber war klasse. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat die Partie auch gefallen. Lasst euch aus in den Kommentaren. Schreibt, was das Zeug hält, wenn ihr Bock habt und sagt, oh, was hast du denn da gemacht? Und völlig egal. Mir hat's gefallen. Ich fand's war ein tolles Spiel und er war auf jeden Fall mit Sicherheit auch am Schwitzen zwischendurch und.
Ja, dann habe ich auch alles richtig gemacht. So. Und dann würde ich sagen, macht's mal gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend und verabschiede mich dann. Bis dahin. Ciao, ciao.